Woche geht's wieder los. Die Fashion Week ist wieder in Berlin und wir, das Crop Magazine, sind natürlich vor Ort. Heute haben wir die Gelegenheit, bei Ivan Mann im Atelier einfach mal vorbeizuschauen, uns die letzten Vorbereitungen anzugucken und noch ein paar kleine Geheimnisse vor der Show auszuplaudern. Wie sind die Vorbereitungen gelaufen für diese Kollektion? Was gibt es zu entdecken bei dir? Also Vorbereitungen sind schon zu Ende. Ich bin immer das Bekannte, dass ich die 10 Tage vor der Show fertig bin. Und jetzt geht es die Vorbereitung für die Models und Model-Castings am Freitag und Samstag. Für mich persönlich ist das am schwierigsten Teil, so Models auszusuchen, weil es so anstrengend ist. Dann kommen da so 150 Models am Tag, also innerhalb von 2 Tagen also wahrscheinlich 200. Und irgendwann mal sieht man auch nicht so wirklich. Also irgendwann nimmt man die Leute auch nicht mehr so perfekt wahr, wie man auf den Fotos vorher gemacht hat. Deswegen muss man sehr konzentriert sein und dass man vorher alles so entscheidet und genau weiß, welcher Typus von Models man sucht. Ja. Letztes Jahr konnten wir bei dir tolle Farben sehen. Wir haben ja auch gerade hier schon einmal einen kleinen Blick drauf werfen können. Letztes Jahr war es auch grün, schwarz, blau, weiß und als Highlight ein pinkes Outfit. Erzähl was, was können wir dieses Jahr an Farben bei dir erwarten? Also bei mir wiederholen sich die Farben. Ich will jetzt mich nicht so fix machen und sagen, diese Saison mache ich kein Grün, weil ich letztes Mal gemacht habe. Es geht irgendwie das so wie ein Kunstwerk schaffen, also, und man guckt nicht jetzt direkt an die Farbe, also man guckt, wie das geht zusammen, alles passt. Also. Und Farbe finde ich sehr wichtig, dass man sich mit den Farben beschäftigt. Und dieses Mal wird auch so bunt, so von außen, bleibt so ruhig und so elegant, und ich habe mich dieses Mal so fixiert auf die inneren Teile. Das wird sicher kommen, zum Beispiel schwarze Hosen, und das, so bleibt das, das Ganze so ruhig. Ja. Das wird wieder so orange, so pink-orange, und dann wird dieser Westen wird so ein bisschen so Gentleman-mäßig oder so, und ein bisschen so auf modern aufgepimpt, so mit Akzenten und Farben. So, ja. Ist das jetzt nochmal eine ganz aufregende Zeit? Ja, schon. Ich muss wahrscheinlich noch ein bisschen so umstylen, weil ich habe jetzt ohne Models das irgendwie sortiert und geguckt, und manche Looks passen, wenn man so anzieht, dann sieht man, es passt doch nicht oder so. So Kleinigkeiten, aber ich bin sehr entspannt, also bis Montag oder so. Wenn der Trubel aber, der dann am Montag spätestens auch bei dir wahrscheinlich ausbricht, vorbei ist, was wirst du machen direkt nach der Fashion Week? Urlaub, entspannen oder dich sofort wieder in die Arbeit stürzen? Also ich lebe so ein bisschen in Gegenwart, was so Mode betrifft oder so, und lasse das auf mich zukommen und so. Also ich weiß nicht, vielleicht mache ich es, auf jeden Fall mache ich ein paar Tage Pause. Ja. Das ist auch richtig so, war sicherlich sehr viel Arbeit. Wie lange dauert so ein Erstellen der Kollektion? Wirklich so dieses halbe Jahr Vorlauf? Für mich ist wichtig, dass ich mich so inspiriere irgendwie und irgendwie gucke, okay, diese Woche mache ich das oder so, aber ungefähr so 4 Monate dauert das alles. Also mit Organisieren, Stoffe, man muss manchmal die Stoffe warten, manchmal kommen die Stoffe nicht und so, ja, 4 Monate. Du hast gesagt, dass es jetzt vielleicht sogar schon ein bisschen anfängt mit der Inspirationssuche für die nächste Kollektion. Hast du schon irgendwas so im Hinterkopf, wo du sagen könntest, das ist ein interessantes Thema, da möchte ich vielleicht noch mal ein bisschen genauer hinschauen, um vielleicht schon irgendwie ein paar Ideen aufzuschnappen? Ich habe immer so, wenn ich so anfange, so Ideen zu kriegen, habe ich so ein bisschen wie Stichpunkte oder so. Mhm. Also ich habe jetzt mich noch nicht so definitiv damit beschäftigt, aber so Stichpunkte, Farben, welche Farben vielleicht in Frage kommen würde, und langsam kommen danach so die Formen und so, was ich irgendwie, was aus dem Kopf rausgeht, ja. Aber du willst noch nicht zu viel verraten? Nee, ich kann auch nicht. Ich bin mir sicher, dass es sehr gut ankommen wird. Wir sind ja am Montag nochmal Backstage bei dir. Dann sehen wir, ob du vielleicht ein bisschen mehr aufgeregt bist als jetzt, denn jetzt machst du einen sehr entspannten Eindruck. Und schauen uns natürlich danach die Kollektion an. Ja, ich freue mich drauf. Es war schon sehr schön, was wir hier gesehen haben. Und ja, dann haben wir jetzt erstmal so den ersten Einblick, schon ein paar
ja, kleine Vorschauen auf das, was uns erwartet am Montag, und wir freuen uns drauf. Vielen Dank, dass du uns hier in deinen heiligen Hallen gelassen hast.